Herzlich willkommen im Aberration Kreißsaal. Xar steht schon drin und hält sich fest am Balken und wartet darauf, dass das Kind rausploppt. Zugucken tun Koja, Matze, Zinde, Hippo und Kya kann nicht oder guckt aus dem Off. Guten Tag. Ja, so, noch 20. Ist das hier so ein Spannerraum hier oder was? Ja, Speed, Slow-Mo. Hast du dein Vieh weg vom Buckel, Matze, dass du nichts mehr auf dem Rücken hast? Ich hab keins dabei. 10. Geht mal zur Seite, ich muss 10, malen. 6, 5, 4, 3, 2, was? 4, 3, 2? Jetzt 3. Jetzt Slow-Mo an wahrscheinlich. Da geht's schon los. Nein, ich bin nur gesprungen. Das ist ein Sprung. Ich dachte, er platzt jetzt. Jetzt wird hier noch diese Rosa angegriffen. Ui, das wackelt ja sogar. Ich habe 10 Blutpacks im Inventar. Komm mal näher, Xar, komm mal näher. Komm mal an die Scheibe. Ja. So, es steht bei 0. Es steht bei 0, ja. Ja, 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 schön. Wie er vor deiner Zeitlupe gerade rumspült. Ich bin immer noch der Meinung, dass das bei Xar Drillinge wären. Oh, 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 ist passiert. Jetzt passiert. Ist passiert. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, oh, oh. Ich glaube, das wird eklig, oder? Ja. Jetzt geht er in die Knie. Wollte das nicht in normaler Geschwindigkeit passieren? Nein. Nee, bei Xar sieht es extra hässlich aus. Jetzt pass auf, da geht bestimmt noch hinten eins raus. Oh, ja, das ist es kommt, es wird eine Arschgeburt, ich weiß das. Ich wollte es extra nicht sagen. Nein! Das tut weh! Igitt. Oh, wei, wei, wei. Und direkt weg. Klatsch. Oh, Xar, aber bei dir sieht es eigentlich ganz normal aus, als würde sowas aus dir rauskommen. Das passt. Weißt du, zu dir hat das jetzt irgendwie gepasst. Bei Sinde sah das schon sehr befremdlich aus, dass da so ein komisches Tier rauskommt. Aber bei dir war das jetzt eigentlich so. Ich würde es einfach erwarten. Achso. Weißt du? So, ich mach mal wieder Slow-Mo 1. Du weißt Bescheid, dass du gleich Blutpack säufst. Oh. Sieht man nichts. Okay, Slow-Mo 1. Das sah gut aus. Das Vieh backt irgendwo. Oh ja, ist so schnell oder nicht? Holst du direkt? Oh, hab's. Da ist es. Ah, da ist es. Das ist doch jetzt die normale Geschwindigkeit. Das ist normal. Echt jetzt? Das kommt mir so schnell vor. Naja, weil du da jetzt 3-4 Stunden lang rumgestrichen bist, um 4 Wände anzumalen. Hast du ihn gefüttert? Ja, vielleicht direkt schon. Das ist jetzt nicht originale Geschwindigkeit, das ist schneller. Es ist ganz originale 1 Geschwindigkeit. Gelöst. Da ist Mutti geworden, schön. Kommt mir auch schnell vor, ich geb's zu, aber es ist Slow-Mo 1. Da, du hast aber eins vergessen zur Welt zu bringen. Achso, ja, das. Ja, eins scheint noch in deinem Buckel zu kleben. Das wollt ihr noch nicht. Es wird übertragen. Er ist nicht wirklich dünner geworden, der Xar. Der Bauch steht ein bisschen weniger vor, glaube ich. Da kannst du mal da rauskommen, ich muss malen. Es ist ein Level 143er. Was hat er denn für Leben? Lest mal vor. Hat fast 11.000 Leben. Hätte ich jetzt mehr erwartet, okay. 1440 Stamina. Ja. Trägt 590. Ja. Und hat 267 Melee-Damage. Gehe ich jetzt mal beim anderen gucken, was bei Melee-Damage ist. Den habe ich aber schon recht gut auf Melee-Damage gelevelt gehabt, den anderen. Ja, ja, aber dann sieht man ja, wenn, je nachdem. Aber ich muss ganz schnell mir jetzt zurück. Keine Superwerte. Hier geht's gleich weiter mit den Dödis, ne? Ich bin mal weg. Huch, ich hab Schluck auf. Steht denn der überhaupt? Hast du noch Blutpacks, Xar? Nö, ich hab genug, das sollte rein. Okay. Der liegt neben dem Basilisken. Ach, den hast du ja, Mann, scheiß Schluck auf. Stimmt, den hab ich vergraben. So, in anderthalb Minuten wird Damoriana Mutter. Ja. Sollen wir da dann auch auf Slow-Mo gehen? Ach Quatsch. 355. 4% kriegte. Kann ich hier in die Hütte schon rein? Nö. Nee.
Schon fängt das Viecher an, so rumzuflitzen wie irre. Hier hat irgendwas dein Problem. Hast du dein Pheromon eigentlich reingeworfen? Ich hab's eingeworfen, ja. Mhm. Perry ist gar nicht schwanger, da hat irgendwas nicht geklappt. Also ich glaube, die Werte von unserem neuen Reaper sind jetzt nicht so pralle. Mhm. Also der alte hier, Reaper King Karl, den wir da haben, der ist bei 360% Damage jetzt mitgelevelt und kriegt pro Level ungefähr 4% drauf. Er hat jetzt noch keine 40 Level auf. Nee. Daher, im Leben ist er halt ein bisschen besser, Stamina ist er schon einen guten Tacken besser. Aber Damage dann jetzt leider nicht. Also, ist da noch Garantie drauf? Kann man den irgendwie zurückgeben? Oder? Kannst du zurückstopfen? Nicht? Doch. Also bitte dieses Slow-Mo wieder. Was ist denn jetzt los? Nee. Nein, kannst du sie nicht machen, aber die Zeit ist hier stehen geblieben bei mir. Achso. Alter, das waren 2 Zentimeter, da hätte ich da im Graben gelegen. Super, Dampes. Jetzt hast du die Geburt kaputt gemacht hier. Wie die Geburt kaputt gemacht? Man hat den schönen Moment nicht gesehen. Wie es rausgeplogen kam. Ja, das ist ja nur, also bitte. Wir haben das ja noch nie gesehen, wie Dödis rauskommen. Das kann man sich immer wieder anschauen. Ach so. Jedes Mal aufs Neue. So. Du hast gesagt, die Slow-Mo war kaputt. Was ist es denn geworden? Rosa. Genau die Mama. Nee, stimmt nicht. Es ist ein rosa Weibchen. Du wolltest ein rosa Männchen, ja? Ich hätte gern mal ein Männchen, ja. Ja. Aber gut. Hier läuft irgendwas, der ist irgendwie nervös. Das ist die Mama. Die folgt nach dem Matze. Die ist auf Wandering. Die wandert noch. Achso. Folgt jetzt mal mir. Na gut, Behavior. Ist nicht das geworden, was es sollte, darf aber jetzt Lady Kaitos heißen. Hauptsache gesund. Genau. Hauptsache gesund und bunt. Bunt gesund. Namen ändern. Das und ist in einer Minute kommt Kainini das. Ja, und irgendwie hat das mit Cherry nicht geklappt hier. Wo ist denn die Cherry? Hier die? Das ist die rote. Ja, dann mach die doch nochmal an. Ja, da kommt noch jemand gleich. Muss ich nur mal gucken, wer es war. Kommt noch jemand. Also eine Chance auf ein rosa Männchen haben wir ja noch hier. Dein Kaugummi klebt an der Wand. Die gehen so schlecht ab, musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Dann suchen wir gleich für Cherry nochmal einen schönen Kerl. Warte mal, Cherry ist rot. Ja, wir haben keinen roten Kerl. Ja, nee, aber eben drum. Man muss ja genau eine Farbe nehmen, die... Ich find, die gelben müssen wir nochmal, oder? Nee, davon haben wir doch mehr als genug. Achso, ja, okay. Ich finde halt, ich hoffe halt weiter auf Mutationen noch. Das ist so. Dann, Na, ich hätte gerne mal einfarbige, damit wir hier unser Projekt fertig machen können. Einfarbige? Ach so. Ja. Du strebst den perfekten Dödi an. So ist es. Habt ihr jetzt eigentlich noch einen Fotodruck gebaut? Nö, und weiter aber geht's. Können wir gleich machen. Braucht kein Mensch sowas. Brauchen die erst ab 10%. Nö, jetzt gibt's Dödis und du bist uninteressant. Ja, ich wollte gerade sagen. Zeig damit sein Baby. Das Baby ist da. Das ja? Baby ist da. Ja. Ich will die Alte nur wegschaffen hier gerade. Oh. Wie riechst du, Axa? Die haben ja Community. Ich kann nicht mit denen umgehen. Schau mal, Matze. Ich krieg die nicht weg. Nini, geh mal weg hier. Notfalls. Achso, es hat keinen Sattel drauf. Nimm den Sattel von mir hier weg. Ja, mach du mal. Guck mal, ob ich so drankomme zum Prägen. Das roteste, was ich gefunden habe, was ich jetzt hier angeschleppt habe. Das roteste Männchen. Kia, wer ist denn da der nächste auf der Liste? Männchen oder Weibchen? Dödi. Ein Männchen. Dedefex. Oh, wie schreibe ich das? Hast du die angepitcht? D-E-F-E-X. Ist die abgebunden? Ja. Ah, ja. Die ist abgebunden. Didi. Ach komm schon. F-E-X. Dedefex, ja? Die Baby Kaitos läuft noch hier. Die ist noch auf Wandering. Ja, lass doch hey, ja, disable. Wir haben doch Platz hier. Dedefex ist ein was Männchen? Ist ein Männchen, ja.
Und pink, ne? Das ist doch super. Ich gebe ihm mal einen kleinen Klaps. Also, das hängt ganz schön im Boden. Lady Kaitos ist, glaube ich, noch auf Wandering, kann das sein? Ja, die ist noch auf Wandering. Behavior, Disable Wandering, Behavior. Nee, war doch. Follow Distance Lowest. So, jetzt ist er da raus und dann kann der Mats mal abpfeifen. Muss erstmal füttern hier. Lady Kaitos im Chat, ich will die Welt sehen. Das ist die richtige Einstellung. Das ist also hier dein Dödi-Stadion. Zu klein. Ja. Viel zu klein. Wirklich grenzwertig. Und hier ist noch jemand auf Following bei dir. Warum hast du den auf Following? Wer ist denn hier noch auf Following jetzt? Binini followed dir. Ja. So. Wo ist denn jetzt hier? Ach, das ist doch hier alles zu eng. Das müssen wir gleich umbauen. Ups. Ist es eigentlich gar nicht, es ist nur zu voll. Das ist ja eine andere Farbe. Ungünstig gelöst, das Problem hier. So. Also dieser Hitchpost, der ist halt... Ich habe ihn jetzt vorhin einfach mal schnell da reingestellt, jetzt ist doch gut. Ja, ich sag ja nur, wenn der halt anders stünde, dann wäre hier schon... Ich hab's doch verstanden. Er steht jetzt nun mal gerade so. Ich sag doch nur. Ich nerv doch nur. So, der Johannes soll jetzt nochmal mit der Cherry, gell? Ja, die Baby Lady Kaitos wandert immer noch, ja. Und den Johannes bringe ich hier gerade mit der Cherry in Stellung, genau. Wenn dir das recht ist. Baby Lady Kaitos, die habe ich jetzt zweimal schon umgestellt. Auf, ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass die... Wie steht... Ich mache jetzt mal Enable. Nein, ich habe doch gerade Enable. Behavior Disable. So. Jetzt bleibst du gefälligst hier stehen. Hör diese aufmüpfigen. Die ist neugierig. Und hier ist noch der andere Kleine, den musst du noch füttern. Da kommt doch auch gleich nochmal was. Nee, das dauert noch 12 Minuten. Genau, so. So. Wer hat denn hier noch einen Sattel? So. Hat ihr euch jetzt gefälligst? Ach ja, guck, sie stehen auch sehr, sehr schön zusammen. So sieht ihr die Liebe aus. Ja, ihr seid die Besten. Okay, fast so, als würdest du gleich mitmachen. Gleich? Ja, also wenn er danach schwanger ist, weiß Bescheid. Wenn ich danach rumrolle und Stein ernte. Ja, genau. Also, die Promotion Pinke Dödis läuft, ne? Sehr gut. Sind alle versorgt? Perfekt. Also, dieses Gelb mit rosa Keulen und Dornen und so ist schon gewöhnungsbedürftig. Es sind schon ein paar bei rausgekommen, die nicht so hübsch sind. Die grenzwertig schön sind, ja. Nennen wir es mal so. Grenzwertig schön sind. Ja, halt so speziell. Speziell. Also Gelb und Rosa Keule ist schon ganz speziell. Die sind so der speziellste. Also ich so richtig wie unsere Freaky Balbis da mit grünen Augenringen, rosa und rot und all. Naja, gut, Dödis haben halt leider keine Augenringe. Nee, aber... Also ich könnte mir schon auch sehr, sehr krass vorstellen, bei so einem grünen Dödi mit rosa Dornen und... Keine Ahnung, roten Füßen oder irgend sowas. Also ich glaube, das geht schon. Aber so richtig abgefahrene Farben sind eigentlich gar nicht so. Du bist auch sehr speziell. Ja, hier sieht was schön aus. Wer? Das ist so ein Orangener mit weißen Flecken und braunem Bauch. Aber er hat rote lackierte Fingernägel. Das ist besonders hübsch. Ja. Haben sie überhaupt... Das haben überhaupt viele. Oh, die hat rosa Fingernägel hier. Das ist ja sehr, sehr schön. Und toll. Matze, was passiert mit all diesen Dödis? Ja, das überlegen wir uns noch. Ja. Wir wollten ja auf jeden Fall erstmal schön hier die olympischen Ringe nochmal nachbauen. Vor allem den rosanen Ring.
Den rosanen Ring. Der rosane Ring. Und was passiert dann, wenn wir das Kunstwerk fertiggestellt haben? Ja, dann... Dann stehen sie da und sehen bunt aus. Genau. Oder wir erstellen alle auf Wandering und das gibt nie wieder Steine hier auf der Karte. Ja, aber das ist doch generell arg. Ach so, stimmt, hier ergibt gar nichts Sinn. Ja, ja, nein, aber so irgendwie... Jetzt auf bitte, jetzt. Der Community-Server wird doch nichts anderes gemacht. Da wird auch gezüchtet in allen bunten Farben und Variationen. Oh, ohne und Sinn Größen und Ziel, und ja. Das, ja, ja, ich meine, man könnte natürlich versuchen, ganz besonders große, tolle Tiere zu zähmen, um zu züchten, um eben dann Boss und Höhlen und dergleichen ja, aber anzugehen. Das ist mit Dödis sinnfrei. Aber mit Dödis, ja, wobei, ich sag mal so. Wir waren auch schon mit einem Rudel Dilos in Höhlen. Ich meine, weißt du, so als YouTuber muss man ja immer schauen, was zu machen, was noch kein anderer gemacht hat. Milch ist giftig. Also Milch ist giftig zum Beispiel. Genau. Genau. Irgendeinen Scheiß machen. Ich habe ja den Tipp bekommen, nee, dass man so eine Dödi-Armee, wenn man mal so 40, 50 Stück hat, dass das dann schon eine Mauer ist, die nichts klein kriegt. Ja, wenn man mit 40, 50 Dödis zum Boss am Ende marschieren, dass das Staffelfinale ist sozusagen. Wir versuchen den Aberration Boss mit Dödis zu killen. Klingt nach einem Plan. Ich fände das lustig. Ja, es wird scheitern. Ja, natürlich. Ich bin dabei. Eben, darum geht's ja. Ihr seid bescheuert, ich bin dabei. Ich meine, wir nehmen natürlich auch richtiges Equipment mit, aber. Ja, Dödis. Panzerdödis. Wir müssen die halt noch alle jetzt. Wir müssen halt jetzt dann musst du jetzt auf Wert züchten, ne? Ja gut, das können wir dann ja machen. Jetzt machen wir erst das Kunstprojekt fertig. Mhm. Ne, Hippo, und dann machen wir uns mal einen Schlachtplan, wie wir hier eine Armee bauen. Auf jeden Fall alle ja. Auf Leben leveln. Ups. Also die jetzt hier nicht, ne? Sind alle auf Gewicht gelevelt schon. Gelicht gewebelt. Die sind alle auf Gelicht gewebelt. Das ist aber auch. Gelichtet. 400 Armor-Sattel, genau. Wir müssen rausgehen, noch den Mastercraft-Dödi-Sattel dann finden. Und dann geht's ab zum Boss. Das hat noch keiner gesehen und gemacht. Und wahrscheinlich aus Gründen. Wäre bescheuert. Ja gut, wenn der Boss ein bisschen Knockback hat, dann sehen die Dödis alt aus, weil sie nicht ja, kommen. Ich glaube auch. Das wird genau das Manko sein, dass die einfach viel zu lahm sind. Und dann kriegen die zwei, drei Wisch drüber und rollen sich zusammen und sagen, macht ihr mal. Nee, ich bin hier. Aber ja, dann nee. Ist die Arena halt auch schön bunt. Das ist richtig. Dann gehen wir wenigstens schön bunt zugrunde. Vibrant Arena. Ja, dann ist es Dödi beim Bosskampf. Richtig. Das ist Last Duty Standing oder Rolling. Last Duty Rolling. So, Hippo, was ist denn jetzt hier? Du musst ja auch noch mal ein Pärchen suchen und hier, ne? Was? Hippo muss auch noch? Ach, nö. Der Hippo muss hier auch mitmachen. Ich hab den Puff angemalt. Und kaut uns die ganze Zeit was vor. Mhm. Die ganze Folge schon. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und ich hab Hunger. Das ist so fies. Also, ich möchte ja festhalten, ich habe damit nicht angefangen. Das stimmt, das war Kia, ja. So. Was? Ja. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du hast gesagt, nee, ich bin mal gesagt AFK. Gesagt hast du auch nicht, weil du den Mund voll hattest. Ja. Die ist einfach in die Küche verschwunden. Ja. Und das reicht ja schon. Das reicht ja schon, um bei Hippo diesen Fresstrieb auszuüben, den er sehr regelmäßig hat, wenn er mit uns zockt. Ja, da knastert und knistert es eigentlich immer. Und wenn es nicht Hippo ist, dann ist es Coach. Ja. Also eigentlich ist ja der Chat schuld. Ach, so. jetzt wieder auf den Chat abwälzen. Wir haben da ganz leckere, arg-bezogene Gerichte aufgezählt. Ach so, genau. Zum Beispiel bei Leckpflanzensalat mit Stegostreifen. Ach so, und bei Leckpflanzensalat mit Stegostreifen, da hattest hab du dann gedacht... Hab ich dann auch Hunger bekommen. Hab ich ja noch im Kühlschrank. Es klingt irgendwie nicht gut, ich weiß ist noch nicht. Von gestern übrig. So, ich habe ein bisschen Metall mitgebracht, das heißt, wir können jetzt den Trog bauen dann hoffentlich. Ein Trog.
der deinen Namen trägt. Oh, das ist doch alles Log und Trog hier. So. Es wird auch nicht besser. Jetzt wird's schlimm. Oh. Der war doch auch gar nicht hier. So, hier. Geht's doch gleich weiter. In 4 Minuten. Also, was geht denn hier jetzt noch? 4 Minuten. Ach, blau haben wir noch zu wenig, ne? Uni Uli ist weiblich. Das verstört mich gerade. Ja, Uni Uli war so, der wollte halt unbedingt ein Dödi werden und es war noch ein Weibchen frei, meine ich mich noch dran zu erinnern, ja. So. Kraftding. Er hatte halt keine Geduld. Feeding. Hulle. Ist er denn schon bei 10% der Gute? Die kleine nee, Reaper. Glaube noch nicht. Müssen wir eigentlich die Reaper-Bahn hier aufbauen, ne? Ach, großer Gott. Binopof, die Reaper-Bahn daneben. Und, ja, passt doch alles. Ist nicht zu glauben. Weiß gar nicht, was, ja? Das ist gerade sehr gut. Ein Problem? Ein Problem? Shatter, ja, nochmal ein Problem. Hier, der Baby Reaper King Karl dreht völlig durch. Jojo, ich weiß. Macht das schon die ganze Zeit. Das ist echt ein ADHS-Fall. Jetzt schon völlig korkst, das Kind. Absolut. Absolut. Also, es ist mal typisch Helikoptereltern. Weißt du, Xa ist ja die ganze Zeit nur am Baby. Das ist sehr beruhigend. Weißt du, wenn man mal so einen richtig stressigen Tag hatte, dann sich einfach eine Viertelstunde lang dieses Bild anschauen. Das beruhigt ungemein. Ich hab nichts mehr zu saugen. Er zittert, ihm ist kalt. Ach so, ihm ist kalt. Da müsste sich doch schon warm gehoppelt haben. Ulle. Raffmeat. So, Matzes Opfer. Hat ganz viel Raw Meat. Und, ja. Oder was heißt denn hier? Ach, braucht nichts. So. Ich jetzt hier verhungere. Verhungerdurste. Mal schnell zurück. Dann kommen wir mal einen kurzen Weg. Mit hier. Egal. Hast du dem ordentlich reingestopft an Fleisch? Ja, der hat einiges drin. Das sollte okay, reichen. Also geht das? Jo, sollte. Das ist ja super. Aber ich kann ihm auch gleich nochmal ein bisschen reinstopfen. So viel haben die ja eigentlich nicht gefressen, oder? Warum hänge ich jetzt in meinem Drachen? Was macht mein Drachen auf dem Dach? Den habe ich da geparkt, weil auf der Plattform Drachenparkverbot ist. Und doch nicht. Da ist doch die... Nee, der stand aber hier oben. Der stand die ganze Zeit im Weg. Ach, ja. Gerüchte. So ist das. Mein so Drache das. Würde so etwas nie tun. Kannst froh sein, dass du keinen erzogen. Strafzettel gekriegt hast, sondern weil ich umgeparkt habe. Schnauze so ein Parkzettel, so ein Strafzettel. Hätte es. Alles irgendwie eng hier. Macht so keinen Sinn. Nochmal umbauen. Ja, das werd ich noch abreißen, das Ding hier. Jetzt läuft hier ein Wachdodo-Patrouille. Der läuft doch da schon seit Ewigkeiten. Echt? Der läuft? Ich hab den nur stehen sehen immer. Nö, der steht schon, seit ich ihn getamed habe, auf anderen. Und der ist nicht die Schlucht runtergeputzelt bisher.
Nö, und er wurde auch nicht von irgendwelchen Raptoren oder ähnlichem gefressen. Ja, der ist ja auch Level 11. Achso, du meinst, das ist unter der in ihrer Würde. Ja, so ja, Level 11, den rühre ich nicht ein. Das ist der Weltherrscher. Der ist unbesiegbar mit 11. Ja, absolut. Er vertreibt ja mit seinem Gegure auch alles. Er ist da sehr, sehr auf Zack. Nimmt seinen Job schon ernst. So, Kia, wir brauchen nochmal ein Weibchen von der Liste. Ein Weibchen? Oh. Telefon. Ja, das war das Folgenende. Na, wen haben wir denn noch? Rulk Jora, wenn es ein Mädchen ist, ich weiß es nicht. Soll ich buchstabieren? Oder R-U-L-K? Q-U-I. R-U-L-Q-U-I? Und dann O-R-R-A. R-U-L-Q-I-O-R-R-A. Q-U-I. Okay. Das heißt ja einfach. Da ist es doch. Ah, schön. Ja, so habe ich es aber. Wunderschön. Und Bingo war sein Name. Bleib aber wohl. Ah, herrlich. So, ja, Folgenende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten hoffentlich wieder. Dann werden wir mal schauen. Der Reaper dürfte dann bald erwachsen sein. Ja, aber jetzt haben wir natürlich nichts erreicht beim Thema Megalosaurus, ne? Ja, Glückwunsch. Das ist wirklich Kacke. Einer aufgewacht, der andere weggepackt. Da haben sie uns schon einen sehr dicken Finger gezeigt. Aber immerhin, wir haben einen zweiten Reaper. Wir haben keine Drachen verloren bisher und naja, also von daher. Wir bauen das ja, langsam aus und wir. Selbst ich habe keinen Drachen. Und wir haben ja jetzt auch einen Masterplan. Wir brauchen ja keine Megalosaurier. Wir nehmen ja Dödis mit zu Höhlen und Bossen und so. So ist es. Genau. Da räumen wir dann auf. Vor allem die Rosanen. Also bis dann. Tschö. Ciao. Tschüss. Tschüss.